Hallo beim Rezept der Woche im Peter Max Scharraum. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bei mir gibt es heute eine köstliche Hühnerbrust mit Pilzdüchsel gefüllt und Speckmantel. Dazu gibt es auch noch eine richtig gute Soße und köstliche Laugenknödel. Und ich starte jetzt gleich mit dem Pilzdüchsel. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Peter Max, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Dazu braucht ihr Schalotten. Die werden ganz fein und klein geschnitten. Die werden dann angeschwitzt in Butter. Die Pfanne ist schon vorgeheizt. Wir geben da gleich ein Stück Butter rein. Also ein Pilzdüchsel ist ja richtig französisch, wie man es in der Kochschule lernt. Habe ich in der Schule auch immer wieder gemacht. Und das ist eigentlich ein Pilzragout, so könnte man das jetzt benennen. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Zutaten alle schön zart und fein und klein geschnitten werden. Wenn jetzt mein Lehrer dazu schaut, der wird wahrscheinlich sagen, es muss ganz genau abgemessen sein und ja, keine Ahnung, 3x3 mm sein. Aber wir machen das halt ein bisschen einfacher, weil sonst wird es einfach zu lange dauern. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass die Zutaten klein sind. Also das ist schon auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil das Ganze soll ja dann auch cremig werden, also so wirklich klein geschnitten sein, wenn das dann alles angebraten ist. Die Pilze kommen da auch schon dazu. Und auch die Pilze, die schneide ich da auch immer in ganz kleine Stückchen. Aber die Lagerung von Pilzen ist immer so eine Sache, die richtige Lagerung. Und da habe ich jetzt einen tollen Tipp für euch. Der größte Fehler, der gemacht wird bei der Lagerung von Pilzen, ist meistens, dass man das in der Plastikschale drinnen lässt. Das darf man nicht machen, da werden sie muffig und fangen schnell zum Schimmeln an. Deswegen gebe ich die Pilze immer gerne in ein Baumwolltuch eingewickelt oder in einen Papierkarton. Dann funktioniert das am besten, dann haben sie auch genug Luft zum Atmen. So, dann kommen sie schon rein in die Pfanne. Drehen wir noch ein bisschen auf. Die Pilze lassen da jetzt sowieso das ganze Wasser raus. Und dann wird das Ganze wirklich schön cremig. Und da auch wirklich schauen, dass da auch Butter schön drinnen ist, weil die Butter macht auch nochmal so einen richtig guten Geschmack mit den Pilzen gemeinsam. Die Pilze nehmen das auf. So, das kann da jetzt ein bisschen vor sich hin rösten. Ein bisschen würzen werde ich es noch, bevor wir zum nächsten Punkt gehen. Ein bisschen Salz. Vor allem das Salz bewirkt das ja auch, dass die Pilze ein bisschen das Wasser rauslassen. Und dann köchelt sich das schön ein und wird das wirklich schön saftig und cremig. Ein bisschen Pfeffer für den Geschmack. So, und dann kann man das jetzt einfach mal bei einer niedrigen Stufe da vor sich hin schwitzen lassen. Und dann geht's weiter mit den Laugenknödel. Dafür braucht ihr entweder Laugenstangerl oder Laugenbrezel, könnt ihr auch nehmen. Die werden jedenfalls klein geschnitten. Die kommen dann in die Schüssel. Da kommt dann auch noch Petersilie dazu, ein bisschen Obers und ein Ei, dass das Ganze auch schön bindet. Und immer ein Auge am Düchsel haben. Ah, man sieht richtig schon, wie das schön einkocht. Sieht das nicht toll aus? Da ist schon richtig die Flüssigkeit, die austritt. Ein bisschen lassen wir es noch. Und ich lasse da jetzt auch bewusst ein paar Stückchen ein bisschen größer. Einfach, weil die dann eine andere Struktur aus dem Knödel machen. Dann sind sie nicht so ganz fein und weich, sondern dann hat man auch so ein bisschen sowas, wo man drauf beißt. Und das ist schon noch wichtig. Und dann mache ich auch gleich weiter mit der Petersilie. Die gehört natürlich auch in den Servettenknödel und Laugenknödel hinein. Wenn man zum Beispiel auch Thymian bei der Hand hat, so wie ich, kann man den natürlich auch noch dazugeben. Und als Gewürz kommt Muskatnuss hinein. Das ist klassisch bei Knödeln. Das passt einfach perfekt dazu. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu viel nehmt. Das darf wirklich nur so ein bisschen eine Prise sein. Weil sonst wird es schnell bitter und schmeckt dann irgendwie komisch. Deswegen immer nur so eine zarte Prise von einer kleinen Reibe. Das reicht. Salz, Pfeffer. So, jetzt kommt das Obers dazu. Muss ich da gut einweichen. Jetzt kommt ein bisschen geschmolzene braune Butter dazu. Das gibt dem Ganzen auch nochmal so ein nussiges Aroma. So.
Und man merkt richtig so, wie diese Laugenstücke das schon richtig aufsaugen und das so eine dickere Masse wird. Und dann, wenn alles drinnen ist, dann kommt das Ei hinein. So, das Ei einfach schön unterheben. So, das hat jetzt die perfekte Konsistenz. Und jetzt wird das Ganze eingewickelt in Glassichtfolie. So, und dann wird das Ganze einfach schön eingerollt. Da muss man wirklich so ein bisschen hin und her drücken, auch mit den Händen, dass da auch keine Lufteinschlüsse drinnen sind, sondern es ein schöner Knödel wird. Dann kann man da wirklich so ein bisschen zusammen den Fingern. So, jetzt ist schon gut eingerollt. Und jetzt kommt das Lustige an der ganzen Geschichte. Jetzt nimmt man das so an beiden Enden und dann wird das so schön eingerollt, dass es wirklich sehr kompakt ist, keine Lufteinschlüsse und dann wird es ein richtig dicker Knödel. Schaut super aus, oder? Dann noch einen Knopf auf der Seite, dass es nicht rausquillt beim Garen. So, und damit er uns nicht explodiert im Dampfgarer, machen wir da jetzt noch 2-3 Schnitte hinein, weil der geht ja auf, der wird schon fluffig innen, da muss natürlich auch die Luft raus, weil sonst bläht sich das auf und explodiert und dann können wir den ganzen Ofen putzen, das wollen wir jetzt nicht. Aber wenn ihr keinen Dampfgarer habt, dann gebt ihr das jetzt einfach über einen Topf drüber, damit ihr da den Dampf ausnutzt. Oder wenn ihr einen Dampfgarer habt, habe ich den jetzt bei 100 Grad vollem Dampf aufgedreht und da kommt er jetzt rein, bis er fertig ist. Und dann geht es auch schon weiter mit der Hühnerbrust. Die wird jetzt scharf rausgebraten. Da kommt ein bisschen Butter hinein, die uns da noch übergeblieben ist. Die Hühnerbrust darf nicht zu lange braten. Da geht es nur einmal links, einmal rechts, damit die wirklich ein bisschen knusprig ist und schön Farbe hat und Aroma. Wir geben da auch noch Kräuter dazu, frische. Da kann man gleich sowas rauszupfen. Also ganzer... Ups! Vorsichtig! Da merkt man richtig so die Butter. Ah, die Kräuter, die verströmen da ihr Aroma, das ist unglaublich. Bisschen salzen. So. Und man sieht schon richtig schön, da hat schon Farbe bekommen. Einmal wenden. Ich denke, noch ein bisschen Salz. Und fertig. So leicht kann es gehen. So, die Kräuter kommen oben drauf, dass das Aroma dann noch so ein bisschen nachwirkt. Das sieht doch gut aus. Das glänzt richtig schön rausgebraten. So wie es sein soll. Die Pfanne nicht weggeben, die brauchen wir nochmal. Und jetzt geht es nochmal kurz an das Düxel. Das ist fast fertig. Die Pilze haben sich da jetzt schon schön mit den Schalotten leicht zerkocht, sind schön glasig geschwitzt. So. Und da kommt jetzt ein bisschen Creme Fraiche dazu. Das Ganze einfach schön verrühren. Das ist wirklich eine, wie so die Konsistenz von einem Aufstrich hat. Dann kann man das gut auf die Hühnerbrust dann aufstreichen. Das sieht gut aus. Da kommt jetzt auch noch gehackte Petersilie dazu. Da jetzt die Kräuter dazu. Das braucht es schon. Und fertig. So, perfekt. Und dann würde ich sagen, können wir schon starten mit dem Einrollen der Hühnerbrust. So, und das lasse ich dann immer ein bisschen abkühlen. Das ist jetzt schon fertig. Dann kann man es schon auf den Speck draufsetzen. Das ist wirklich perfekt gebraten. So, dann kommt etwas von unserem Düxel oben drauf. Das ist immer gut, so eine kleine Palette zu haben. Generell nicht nur in der süßen Küche, sondern auch in der salzigen Küche kann man sehr gut verwenden. Das wird da dann so leicht flach gedrückt oder verstrichen. Das schaut gut aus. Und fertig. Und jetzt wird es eingerollt mit dem Speck. Machen wir es so. Und einmal zusammenrollen. Und wenn da noch etwas Überlappendes ist, kann man das einfach abschneiden, dass es einfach nicht zu viel vom Speck ist. Man soll ja auch noch etwas vom Huhn schmecken. Da haben wir auch noch einen Streifel zu viel. Mit viel Liebe. Zack, ui, da geht's auf, aber das macht nichts. Wir setzen das da jetzt rein.
Sieht das nicht toll aus? Und das kommt jetzt in den Ofen bei 180 Grad, circa 20 Minuten, damit der Speck auch schön kross wird. Und weiter geht's jetzt mit der Soße. Die darf nicht fehlen und dafür habe ich mir auch die Pfanne noch aufgehoben. Die erhitze ich da jetzt auch nochmal gleich mit der Butter. Und weil ich nicht will, dass die Champignons da überbleiben, werde ich die jetzt in meine Soße mit einbinden. Die kommen da jetzt dazu. Die sind eh schon sehr schön geröstet. Und auch die mit der Creme Fraiche kann man dazugeben, weil das soll ja eine schöne cremige Soße werden. Das Ganze gieße ich jetzt ein bisschen auf mit Hühnerfond. Soll ja eine Soße werden. Und dadurch, dass ich die Pilze jetzt gleich nochmal ein bisschen zerkochen, wird das eine sehr schöne, cremige Soße werden. Und durch das Obers und das Creme Fraiche, weil Obers kommt auch noch dazu, wird es eine sehr cremige Soße werden. Du möchtest ein Stück Speck haben, der da überbleibt? Bitte schön. Lass es dir schmecken. Oh, das kocht sich jetzt wunderbar ein. Ich gebe noch etwas von frischen Thymian dazu. Also ich würde sagen, wir können anrichten, oder? Bitte schaut euch mal an, wie saftig diese Hühnerbrust geworden ist. Ich finde das so toll. Wenn man da drauf drückt, sieht man richtig, was da noch für ein Saft drinnen steckt. Und sie ist alles andere als trocken. Ja, und wenn ihr auch so ein tolles Rezept habt, das ihr gerne mit uns teilen möchtet, mit Peter und mir, dann schickt uns das doch bitte unter krone.at/rezept. Wir freuen uns sehr drauf und kochen dann eure Gerichte nach. Und jetzt richten wir an. Das setze ich da schön in die Mitte. Und dann kommt der Knödel dazu. Oh, der ist so schön fluffig, unglaublich. Der sieht toll aus. Man sieht auch richtig diese Laugenstangerlstücke noch. So wie ich das auch wollte. Boah. Also wenn das nicht gut aussieht. Ich gebe dann immer noch gern so ein bisschen etwas von dem Thymian oben drauf. Das sieht einfach toll aus. Ist es nicht ein wunderschönes Gericht? So ein knuspriger Speck, diese Hühnerbrust ummantelt mit Speck und diesem köstlichen Pilzdüchsel, die Soße dazu und diese fluffigen Laugenknödel. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und bitte lasst es euch schmecken. Und ich verkoste jetzt noch. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Boom.